بسم الله الرحمن الرحيم. Ja, hallo. Das ist ja die Nacht zum zweiten Ramadan-Tag. Wir haben 1 Uhr, wir sind im Wochenende. Wasser muss sein. Ich gucke mal, ich habe nicht so viel Lust, viel zu essen, muss ich sagen. Mein Magen verkleinert sich auch rapide, sobald ich 1-2 Tage schon gefastet habe. Reicht eigentlich eine Suppe aus, um hochgradigen Sättigungsgefühl zu haben. Das ist meine Reisbox, die ist leer. Gleich gibt's einen Zaubertrick. Schnipp, schnapp, Reis ist knapp. Was'n? Oh, mashallah. Ey, erzähl mal, was ist los? Da war im Ramadan so ein kleines Promo, Fanmade-Video für King Khan. Ich hab so ein kleines Snippet gemacht. King Khan, das ist halt kleinster Rapper Deutschland, aber wirklich. Also ich find's gut, was er macht. Also guten Flow und alles, ist sehr geil. Sie gönnen keinen Hack, sie gönnen gar nichts. Auf dieser Welt, mein Freund, bekommst du nichts gratis. Es ist mein Schicksal und ich nehme es dankend an. Ja, hab ich gedacht, ich mach den Bruder eine kleine Freude. Wir laden das jetzt mal bei dir hoch und dann schicke ich ihm gleich meinen Link zu. Genau. Ja, Assalamu alaikum, King Khan. Hier ist der Bruder Jamil und der Bruder Hakan Checkbreaker. Und ja, wir haben uns gedacht, es ist Ramadan und wir wollten dir eine kleine Freude machen, auch als Anerkennung für deine Lines, die du raushaust, echt derb. Und da haben wir ein kleines Snippet gemacht. Und ich schicke dir mal den Link rüber und wenn das für dich so okay ist, kannst du mal Daumen hoch senden. Bruder, wir wünschen dir viel Erfolg, alles Gute weiterhin auf deinem Weg, rock das Ding, räum ordentlich ab, hau rein. Assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. Fenster runter, Mucke auf, King macht dir den besten Sound. Ich bin Kreuzers Nummer 1 und lasse niemand freien Raum. Ich steh nur meinen Traum, ich hab keine Angst vor niemand. Meine Jungs, die marschieren ein und ficken dein scheiß Lila. Was? Lila 40 Fieber, ich komm weg und Dispegida. Für all meine Ausländer bis zur Richtung Hiroshima. Was später, Pichi kommt der abgezockte Sessel. Bring mal meinen Messer, Digga, check your deck und 545. Es gibt auch 543. Das sind die zwei Postleitzahlen von Bad Kreuznach. Das hängt, glaube ich, vom Abschnitt über die Nahe und etc. ab. Wir sind hier in der drittkriminellsten Stadt Deutschlands. Muss man leider sagen. Ich bin zwar ein sehr braver, ja. Der Entenjäger, da kann der ist auch ein netter, aber wir wohnen in der Stadt in Bad Kreuznach. Das ist die wirklich unter der Top 3. Hinter Frankfurt am Main ist Bad Kreuznach Platz 3 im Verhältnis der Drogenkriminalität. Hier gibt es schon die eine oder andere aufblühende Rapper-Szene, wo wir dann halt wirklich stolz sind auf den King Khan. Der scheint sich sehr, sehr gut entwickelt zu haben. Der ist voll im Flow drin. Und meines Erachtens kann ich euch versichern, dass dieser King Khan, wenn er jetzt den Anschluss bekommt, auf jeden Fall langfristig in Deutschland eine große Referenz wird. Ja, vor allem wünschen wir dem das ja auch. Ja. Also wirklich von Herzen, der Bruder hat es verdient, Respekt, wirklich. Auf jeden Fall, ich kannte ihn auch vorher nicht. Die Aufmerksamkeit kam eigentlich von dir. Du hast sehr, sehr frühzeitig erkannt, dass das ein Talent ist, wo der, sag ich mal, noch keine Reichweite hatte. Ja, sag mal so, der hat vorher wohl einen Instagram-Account gehabt und der wurde gehackt. Und dann musste der sich einen neuen aufmachen. Und als er den aufgemacht hat, bin ich über ein paar Brüder, die den geteilt haben und so, habe ich den halt gesehen und dachte, Hammer, Alter, finde ich echt, was der für Bretter raushaut. Ja, der Genius, ja, der macht ja auch schon ein paar Beats. Hm. Ja, von dem habe ich auch schon ein, zwei Beats verwendet gehabt in meinen Videos. Und der Genius, der feiert ihn auch absolut. Der sieht ihn schon von ganzen Entwicklung in seiner Sprache, in seinem Ausdruck. Sieht er ihn ganz vorne und er gönnt ihn das auch, er feiert den auch und das hat schon was zu sagen, wenn einer so Beats im Blut hat und den auch wirklich so sieht. Was mir persönlich an ihm gefällt, ist das Texten. Also ich denke schon, dass er nicht ein, zwei Zufallsfunde zusammenreimt, sondern dass er gewisse Ansichten und gewisse Kritik auch in der Sprache langfristig vermitteln kann.
Es hat sich so weit entwickelt, das finde ich auch gut, dass er erst jetzt quasi die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, nachdem er sich entwickelt hatte. Ich muss an dieser Stelle wirklich an die Followers von Jack Breaker sagen, ich habe hier einen großen Dank zu entrichten an meinen Freund Micha, der als Fan von dem King Khan jetzt dieses krasse, geile Video produziert hat. Es ist Ramadan, irgendwie brennt bei ihm das Herz durch, ja. Tut euch einen Gefallen, falls ihr mit der Rap-Musik im Einklang steht. Nimmt mal diesen King Kong unter die Lupe, liked ihn, abonniert ihn und unterstützt ihn, weil der wird ganz vorne dabei sein in Deutschland. Was mir auch sehr an ihm gefällt, wenn er dann zwischendrin einfach mal so freestylt, einfach mal so, ohne dass er jetzt ein Video gemacht hat, ey, der ballert da Zeilen raus, Auf jeden wirklich. Fall, da sind auch die einen oder anderen, die in Bad Kreuznach da auch was entwickeln. Aber ganz ehrlich, das ist der Einzige, der weit und breit, deutschlandweit, ganz vorne sein kann, der King Kam aus Kreuznach. Ja. Also in Kreuznach, Bad Kreuznach, ist es halt so, da gibt es schon den einen oder anderen, der das dann probiert oder macht. Das sind sicherlich gute Ansätze dabei, aber Bad Kreuznach kann richtig stolz sein auf King Khan. Also der wird die Sache rocken. Also definitiv von der Sprache her habe ich ein sehr gutes Gespür und der King Khan wird das schaffen. Es ist heute schon bestimmt, dass er morgen der Erfolgreiche in der deutschen Rapper-Szene wird. Amen. Amen. Amen, inshallah. Wir kennen ihn nicht, aber wir haben einen guten Eindruck, was er dann vermittelt. Ich habe ihn im Fitnessstudio gesehen, in der Umkleide. Also der ist wirklich mit seinem Apparat da unterwegs, egal ob das jetzt irgendwo Sport ist oder beim Friseur oder so. Der ist wirklich in Real Life so unterwegs, wie er dort sich präsentiert. Das macht noch gerade so authentisch irgendwie. Also der Genius hat einen sehr positiven Eindruck über ihn. Und wir sind jetzt drei Personen, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Und in der Summe können wir sagen, dass jeder für sich an ihm etwas ausgewertet hat. Ich werte die Sprache aus, fest davon überzeugt und ein ziemlich gutes Gespür habe bei ihm, dass er langfristig sehr gute Texte produzieren wird. King Kong, du trägst die Nummer 61, ich trage Nummer 52. Du weißt, was das bedeutet. Wir kommen vom selben Bergabschnitt. Rock das Ding wirklich im heiligen Ramadan. Inshallah ist sehr viel Heil drin, ja. Sehr viel Gesegnetes und wir wünschen alles Gute für deinen Weg. Setz das um. Sei auf dem Road von dir, auf dem Road vom Rap in Deutschland. Du schaffst das. Schließ das ab. Also, das kriegst du hin. Wir haben ein sehr gutes Gefühl. Das ist genau jetzt der Punkt. Der Funke ist genau jetzt. Und sei froh, dass der Funke jetzt im heiligen Ramadan gefallen ist. Und du wirst wirklich zünden. Nenn dich am besten Rakete oder sowas, ja. Irgendetwas, weil du wirst durch die Decke gehen. Ja, der Genius vermutet auch von seiner Erfahrung, dass er vermutlich schon so an die ein Jahrzehnt lang an sich gearbeitet hat, um, sag ich mal, an diesen Punkt zu kommen, auf diesem Level rappen zu können. Also sollen wir das andere mal hochladen, ja? Ah, Bismillah, wir laden das hoch. Das schaffst du wirklich. Rock das Ding Wir weiter. sind stolz auf dich, ja. Wir kennen Maschallah. dich nicht, aber wir sind stolz auf dich. Aber tritt unsere Seifenkiste nicht kaputt, wenn wir dir nicht gut reingehen. Ja, King Khan, wie versprochen, mit Bismillahirrahmanirrahim. Öffentlich. Bismillahirrahmanirrahim. Und speichern. Bismillahirrahmanirrahim. Heil los und viel Erfolg. Amen. Du bist eine Waffe. Schieß los. Alhamdulillah. Das ist jetzt mein Sahur und mein letztes Essen. Ja, die Raubkatze, die fastet nicht. Ja, Die ist ein bisschen am
Schnurren, Knurren. Im Ramadan gehen auch Sachen im Haushalt kaputt. Das ist ein Handtuchhalter gewesen, jetzt ist das ein Kapuzki-Teil. Aber das ist kein Problem. Jack Breaker kann zaubern. 1, 2, 3. Und die Arbeit ist vorbei. 10 Finger, 10 Begabungen. So ist es halt. Velet Dalin, Amin. Gut, gell? Hier ist etwas Literatur bei mir heute eingegangen. Das ist für die kommenden Projekte, werde ich das dann auch benötigen. Schöne Literatur. Bei Fehmi Abi bin ich gerade auf dem Kanal. Ich habe kurz mal mit ihm eine kurze Korrespondenz gehabt. Danke, Saul, Fehmi Abi. Linkleri yolladığın için Allah razı olsun, sağ ol. Hadi pompon eve dön. Weiter so, gute Arbeit. Und ja, über 9 Millionen Mal aufgerufen ist nicht schlecht. Es sind noch 2 Stunden bis zum Abendgebet, das heißt bis zum Fastenbruch. Ich werde mein Abendessen so gestalten, dass ich da keine Zeit verliere, weil ich direkt erstens durch den Fastenbruch in die Pötte kommen möchte, noch einen Antrieb generiere, aber gleichzeitig auch direkt verwertbare Energie in mir habe, weil der Numan und ich werden dann nach dem Fastenbruch eine Trainingseinheit durchführen. Ich freue mich schon drauf und das wird schon klappen. Es ist soweit, der Fastenbruch ist da, Abendgebetszeit ist angelaufen, ich muss schnell meinen Fastenbruch machen, Kaffee mit Koffein, um richtig in die Pötte zu kommen und das ist pures Zucker, Fruchtzucker, da ist Traubensaft, haut direkt rein. Hier habe ich Ketchup, weil das zuckerhaltig ist, habe ich das in die wenige Reismenge reingelegt. Damit ich dann in weniger Essensmenge im Verhältnis viele Kohlenhydrate haben kann. Ich bin auch fertig angezogen für die Trainingseinheit gleich mit dem Numan. Jede Sekunde zählt, ich muss jetzt los. Oh, der Numan ist schon bereit. Hier. Ey, was geht? Alles gut. Ja, Mann, ich bin richtig motiviert heute. Ich auch, Spaß. Mann. Okay, komm, ich steig direkt ein und dann... Ja, auf! Jetzt bin ich auch beim Sahur, beim Essen vor dem Fasten. Ich habe hier Salat gemacht mit Dressing und da habe ich sehr viel Öl drin. Und das ist auch, hat auch einiges an Fett. 48 Gramm oder 46 Gramm Eiweiß, hat einiges, 480 Kalorien ungefähr. Und das ist ein gesunder Blütentee, also jetzt nichts, was den Schlaf weghaut. Jetzt esse ich meine letzte Mahlzeit. Ich bin auch jetzt müde geworden. Ich habe heute Abend ein sehr tolles Training mit Numan durchgezogen. Die Videos dazu werden demnächst natürlich auch veröffentlicht. Das war richtig geiles Training. Ihr hättet mich sehen sollen, beziehungsweise ihr könnt mich dann demnächst sehen. Was der Energie ich aufgeladen hatte, das System mit dem Fastenbruch, wie optimal das geklappt hat bei mir, mit dem Kaffee, mit der geeigneten Ernährung dazu, hat super geklappt. Wie ein Schalter, bam, voll, bam. Das war richtig krass, das Training. Das hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt in diesem Vlog. Ein Einblick in einen weiteren Ramadan-Tag. Ich esse das und dann kann ich auch gut schlafen. Es sind gar keine Kohlenhydrate da, also null. Und deshalb ist es so angenehm, damit noch zu schlafen.
Mach's gut, bis zum nächsten Vlog und verfolgt auch diese anderen Trainingsvideos, die ich im Moment am Start habe mit dem Road to MMA. صدق الله العظيم.